So, und damit dann herzlich willkommen bei Timberborn. Normalerweise streame ich's, da ich aber heute direkt eine Folge hochladen muss, werde ich jetzt mal eine Folge aufnehmen und direkt hochladen. Mal gucken. Wird vielleicht auch fürs Erste die letzte Folge, da ich dann erst eine Pause mache, weil, joa, so weit so gut ist die... Nee, keine arbeitslosen Roboter. Soweit so gut ist die Geschichte schon fertig eigentlich. Also was heißt fertig? Aber wir können easy überleben. Und jo. Alles weitere wäre jetzt noch Expansion etc. Und jo. Ob wir das jetzt machen müssen, ich weiß nicht. Ich schwimme hier sogar da lang. Oh, ist auch relativ hoch das Wasser. Ich meine, hier hinten wäre das sogar höher. Als hier. Und da ist es wiederum höher als hier. Können wir mal auf der anderen Seite gucken? Ja, es ist definitiv höher. Ja. Da sieht man mal, was dieses Aufstauen doch an... Oder dieses Leiten doch an Wasser aufstaut. Ja, genau, was ist hier? Hier wieder ein Stück zurück und dann wieder da durch. Na egal. Anruf aber ist nicht so wichtig. Die alle verletzt und hungrig? Never sind die hungrig. Viel Essen ist hier wirklich nicht. Auch sehr wenig Wasser. So, ist dann halt so, ne? Ja. Nicht genug Energie. Ah ja, wir waren ja sowieso jetzt hier dran, ne? Genau. Jeder macht bitte erst hier die durch. Weil es bringt ja sehr wenig, wenn der jetzt erstmal hier gebaut werden würde. Das wird zwar Energie erzeugen, aber ja, ins Nichts rein. Gut, wir bräuchten jetzt wirklich wieder eine Dürre. Dann könnten wir das hier abbauen. Also aufbauen. Theoretisch könnten wir hier einen Schrottsammler noch aufbauen, der die Ruinen abbaut. Ach, da kommt ja eine Dürre. Die können ja schon fast leid tun. Na gut, 50 Biber sind hier auch, ne? Das ist schon einiges. Oh, und wir haben wieder einen Arbeitslosen. Wir haben... Na gut. Zahnräder bekommen wir noch. Zahnräder bekommen wir noch. Papierfabrik bringt uns jetzt auch nicht so viel.
So. Holen wir die vier Stück erstmal in die. Doch, hier ist auch einer drin. Jetzt war das Licht aus. Ah, weil der sich gerade auflädt. Genau, Katze, leg dich dahin. Oder setz dich. Kastanien haben wir auch nicht so viele. Hier konnten wir. Hier können wir nicht explizit sagen, hier soll unbedingt ein Biber, ein Roboter-Biber arbeiten. Das ist ja sowieso kein Arbeitsplatz. 5000. Zahlenjongleur. 500 PS. Recht wenig Holz. Könnten wir theoretisch hier den Baum wegmachen? Stattdessen eine Treppe. Komm. Ich habe das Gefühl, hier wird sehr bald ein Massensterben beginnen. Was alles andere als gut wäre. Wollen wir jetzt auch die Treppe hinsetzen? Das wäre ein sehr kleines Holzlager. Die Ärmsten. Ja, das Wohlbefinden ist jetzt nicht allzu hoch. Da kommt. Ne, hier ist ja Ende. Man kann überlegen, ob wir hier den Distrikt noch erweitern können, aber nö, lohnt sich auch nicht wirklich. Sprengstoff? Schade, schade. Na gut, wir verbauen ja auch hier jede Menge. Kaboom! Yeah!
Ja, das finde ich halt an den Eisenzähnen schon klasse, dass die Lagerhäuser sich so extrem stacken lassen. Na komm, Dürre macht dich auf den Weg. Lasst mich nicht im Stich. Kommen wir? Ja, da kommen wir. Theoretisch sogar komplett durch. Ja, komm, das bisschen ist egal. Ja, Karotten. Bräuchten eigentlich noch einen weiteren Bauernhof hier. Mal 7 Arbeitslose. Ich würde einfach mal sagen. Hier so machen wir weg. Dann Bauernhaus. Södele. Dann hätten wir das. Ja, da war ja was mit der Dürre. Arbeitsunfähig. Nicht verbunden. Vier Biber. Schicken wir mal 10 rüber. Ist natürlich jetzt doof, weil hier immer noch jede Menge Wasser ist. Das verschwimmt doch gar nicht mehr, ne? Ist schon mies. Ah, jetzt so langsam. Nach etwas über einem Tag. Wow. Dann würde ich auch direkt sagen, Förster. So ist die Ecke hinten gerade noch so. Und die wird. Bastelt. Bastelt, brave Biber. Hauptsache, die erzeugen noch Energie. Brumm, brumm, brumm. So will ich das sehen. Sind aus, ne, 9. Wir sollten es auf jeden Fall hinkriegen. Ich will es gar nicht mehr sehen.
Oh, die werden aber verhungern. Oh, nicht gut. Keine Energie mehr. Machen wir das? Wie kriegen wir jetzt Energie? Immer noch zu wenig Energie. Ah, ihr seid hier fast fertig. Wie kriegen wir da Energie hin? Oder warte mal, die sind jetzt am Aufladen, ne? Ja, ja. Dauert jetzt ein bisschen länger, weil es zu wenig Energie, aber besser als gar nichts. Noch ein Rohholz und selbst in der normalen feuchten Periode kommen wir über die Runden. Das Wasser bleibt auf jeden Fall noch. Ach so, keine Aufgaben, naja. Du pflanzt Ahorn. Fahrt kann ruhig komplett durchgehen.
Ja, auch noch alles voll mit Ahorn. Dann zwei Holzfäller. Dieses Notrad. Genau, nur Biber. Bau das bitte noch bis hier runter. Dann könnt ihr. Ja, Ladestation braucht Metall. Die braucht Metall. Machen wir hier ein bisschen Metall rein. Ach ja. Ein Fellbefehl müssen wir noch hier drauflegen. Hier ist ja auch noch gar nicht. Feld hier. Noch mehr Ahorn. Bitte hier lang. Hier lang. Dahin. Das dürft ihr auch alles fällen. Dürft ihr dann auch fertig bauen? Hier fehlt gar nicht mehr viel. Bitte macht erstmal die Verbindung hier fertig. Das wäre gar nicht schlecht. Hätten wir zwei von drei Distrikten schon mal verbunden? Mit der Energie? Das wäre schon mal echt nice. Wie sieht es hier mit dem Vorrat aus? Das wird auf jeden Fall ein schöner Wald. Das bringt aber so auch nichts. Hier kann ich jetzt gar keinen. Ne, das machen wir anders. Hier kommt zwar ein kleines Altmetalllager hin, aber da hinten hin. Dann machen wir das so. Hier ist dann wieder. Ne, nicht. Retter. Altmetall. Dann kommt hier nochmal ein zusätzlicher Holzstapel. Genau. Hier die Baum macht ihr tatsächlich weg. Und dann baut er hier ein T rein.
Dafür brauche ich Zahnräder. Dafür brauche ich Zahnräder. Baut hier noch mal ein paar Zahnräder. Ne, falsches Lager. Hier. Zahnräder. So. Genau, da ist ein Teestück. Dann bauen wir hier unsere Energie nochmal weiter. Huch, wir können theoretisch auch... Nee. Aber gut zu wissen, wir können eigentlich über jedes Gebäude außer den Lagerhäusern jetzt unsere Energie durchziehen. Das ist nice. Nietze, Nietze. Bringt uns nur leider beim Förster hier nichts, weil wir so oder so noch über den Weg drüber müssen. Hier bringt hierhin Zahnräder. Wir passen 30 rein. Verteillimit. Zahnräder. Bitte maximal 30. von 660, 400 von 1300. Aber gut, die können sich laden, auch wenn hier zu wenig Energie ist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich überlege gerade, selbst wenn ich hier hochkommen wollen würde. Nö. Wie hoch ist das eigentlich? Okay. 500 Metall. Das ist extrem. Das, joa. Da ist man dann wohl beschäftigt. Oh. Oh. Wir sind ja komplett verbunden mittlerweile. Von 1800. Jo. Wir sind bei Pi mal D 50%.
Unser See wird langsam. Okay. Unser See wäre fast leer gegangen. Ja. Aber hier ist das Wasser ja auch noch nicht komplett durch. Es ist dunkel. Karottenlager nicht voll. Problem ist aber auch. Okay, hier lagern wir Karotten. Lagert man überhaupt Karotten? 200? Nee, da. Machen wir hier noch mal weitere Karottenlager. Karotten, Karotten. Nein, das. Weil ich glaube, noch höher wird nur noch verwirrend. Also, es ist sowieso schon verwirrend, aber dann restlos verwirrend. Ja, die Frage ist aber auch, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wollen wir an dieser Welt hier weiter basteln? Oder wollen wir eine andere Welt starten? Und dann, falls mit einer anderen Fraktion, also mit der anderen Fraktion, oder wollen wir nochmal neu starten mit den Eisenzähnen? Oder den Rustikalrouten, oder. Das ist die Frage, weil hier haben wir jetzt halt einiges gemacht. Natürlich, wir können hier noch ausbauen für verbesserte Energieproduktion. Wir können gucken, dass wir unsere Roboterproduktion ausweiten und mit der Zeit die anderen Biber verdrängen. Das ist ja alles möglich. Die Frage ist, was brauchen wir alles? Ja, hier gehen so langsam die Biber ein, ne? Ist aber gar nicht so wild. Oh, wir haben wieder einen arbeitslosen mechanischen Biber. Wie sieht es aus mit den Metallteilen? Ja, 71. Wir hätten die 1000 lieber hier für den ausgegeben. Papier und Sprengstoff ist eingestellt, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, wie gesagt, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben, ob andere Fraktionen oder gleiche Fraktionen oder weiterspielen. Wenn ja, falls ihr die Karten kennt, könnt ihr mal vorschlagen. Allerdings tendiere ich zu den größeren Karten. Wir können auch mal so eine. Kann ich ja technisch mal zeigen. Speichern. Ins Hauptmenü. Eine von den kleineren Karten, aber ich bin da ehrlich kein allzu großer Freund von.
Ja, weiß nicht, so eine Winzkarte. Das ist jetzt der Startpunkt. Man kann ja halt viel machen, ne? Also so ist es nicht. Aber es ist im Endeffekt alles. Gott, Katze. Alles ein Distrikt. Weiß nicht, man könnte. Oh Gott. Bitte was? Ah, da kommt Wasser her? Hier kommt das Wasser her? Hier? Da muss ja dann, wenn man Eisen haben will, erstmal hier abdichten. Und wenn man das macht, dann ist hier alles ausgetrocknet. Oh, ne. Da hätte ich irgendwie überhaupt keine Lust drauf. Lakes kennen wir. Helix Mountain. Ja gut, jetzt verstehe ich, warum Helix Mountain. Gut, 3 mit der Stärke von 3, also wären es insgesamt 9 Standardwasserquellen. Na klar, dann fließt das hier einmal spiralförmig runter. Würde theoretisch hier weiter fließen können, wenn wir das frei machen. Hier ist unser Startpunkt. Huch, hier sind ja auch nochmal welche. Gut, wenn wir das hier frei machen, hätten wir hier nochmal. Das ist eigentlich eine ganz coole Karte. Gibt es hier einmal, zweimal, dreimal. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Ja, die Karte ist echt cool. Also hier hochzukommen wird ein Krampf. Und naja. Das wird man irgendwie niemals wirklich bebauen, weil wofür? Ah doch, die Karte ist cool. Terrassen? Achso, die habe ich, die kenne ich sogar ein bisschen. Ich glaube, hier waren. Genau, im Endeffekt 4 Wasserquellen, die dann hier runterfließen. Ich glaube, hier oben waren auch nochmal ein paar Quellen. Genau. Okay, das sind 5 Standardquellen. Einmal hier lang fließen. Was man natürlich auch. Ich würde es nicht speichern, aber ich glaube, 8 ist das Maximum. Zack. Absolut sinnlos, aber man kann theoretisch auch so. Absolut over the top. Wasserquellen nehmen.
Verlassen. Erinnerungen gehen verloren. Ja. Bitte. So, wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich weitermachen soll oder nach einem gewissen Päuschen eine neue Fraktion, also, naja, eine der beiden Fraktionen eurer Wahl auf einer Karte spielen soll oder. Jo, wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.